quatschen. Wie war das? Wow, wie du direkt diesen Moderator. Das darf halt nicht passieren, dürfen wir einfach alles so komisch sein. Das ist so komisch. Wie war der Untertitel? Memo an uns selbst. Genau. Willkommen zu Wilma quatschen. Echt jetzt? So, guten Morgen. Timer steht. Eine Stunde läuft. Heute ist der 10. Juni 2018. Wir befinden uns in Max Noch Wohnung. Mhm. In Hürth. Und Represent. Haben kein Thema. Wie gestern auch nicht. Also unser Teaser war echt wirklich leer, inhaltsleer. Aber die Episode wird heute ziemlich voll. Aber es hat eigentlich mehr gezeigt, wie wir uns fühlen gerade. Nee, gar nicht. Nee. Eigentlich ist es, also gefühlt habe ich gerade so tausend und eine Sache, über die ich sprechen wollen würde. Wir fühlen uns wie der Tod. Du bist tot. Ich wollte die Stimmung am Anfang mal klar machen. Übrigens fürs Leben, egal welcher Sachlage man gerade ist, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann sagt man einfach, du bist und das, was die andere Person vorher gesagt hat, wie? Ich mag dich nicht. Nee. Ich bin dich doof. Du bist doof. Ich mag dich. Ach nee, hab ich gerade schon gesagt, ne? Das funktioniert nicht. Scheiße, das funktioniert Mann, nicht. Du hast gerade die Edge-Case draußen, wo es nicht funktioniert. Toll. Naja, aber ich glaube, die Idee ist angekommen. Ich glaube, die Idee ist funktioniert angekommen. Funktioniert wunderbar. Auch in unseren Kommis. Kommis. Auf Instagram. Okay. Ja, weil das ist der letzte Podcast, den wir gemacht. Ich glaube, letzten Montag, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was ich gestern zum Abend gegessen habe. Go. Fo. Genau. Wir waren vietnamesisch. Vegan-vietnamesisch. Aber unser letzter Podcast, letzten Montag, wo ging es denn da so? Ich weiß gar nicht mehr. Ein bisschen in den Urlaub umziehen. Ah, so der Umzug. Ist erledigt alles. Vertrag unterschrieben und so. Yes, ne? Ist durch. Mhm. Yes. Ja, voll gut. Fühlt sich irgendwie nochmal ein bisschen besser an als vorher. Vorher war es eigentlich schon klar, dass es safe ist. Also es gab einen Termin den Eigentümern, es gab die Zusage mündlich. Aber ich glaube, wenn du einmal so das Ding in der Hand hast und weißt, okay, jetzt kann ich alles andere drumherum planen, dann fühlt sich das irgendwie nochmal anders an. Und von daher bin ich jetzt ziemlich happy, dass es geklappt hat. Macht die Uhr dich nervös. Ich muss, ja, der Timer läuft hier die ganze Zeit, dass ich die ganze Zeit so tick, tick, tack. Ja. Ja, bei dir gab es heute nicht so eine geile Action, ne, von deiner Nachmieterin. Ja, ich hatte eine Nachmieterin für meine Wohnung, also ich muss sie zum Glück selber suchen, weil ich ganz normal zur Kündigungsfrist quasi gekündigt habe und jetzt nicht irgendwie da Stress habe. Aber da war alles trockenen Tüchern. Ja, ich nehme alle deine Möbel, alles cool, bla bla bla. Und dann kam gestern die Nachricht. Ich möchte sie kurz vorlesen. Ich bin so neugierig. Ich möchte sie vorlesen, die Nachricht. Vielleicht kriegen wir auch noch im Podcast eine Antwort. Also, wir nennen sie MB. Hallo. Das finde ich mal einen normalen Namen, nehmen, also wie so Martha oder so. Okay. Michelle oder Magdalena oder Max oder Moritz. Mortimer. Also, hallo, ich muss den Termin morgen absagen, denn ich habe mir jetzt den Mietvertrag komplett durchgelesen und bin damit nicht vollständig einverstanden. Jetzt den Mietvertrag. Sag mal, das war vor wie vielen Wochen? Was? Ja, wann war der? Die Nachricht kam gestern. Nee, aber der Mietvertrag war das. Das war vor 2-3 Wochen oder so. Okay. Werde die neue Wohnung nicht annehmen und gebe der Immobilienfirma per Mail Bescheid. Bisschen schade, aber für mich passt es so nicht. Einige Klauseln sind für mich nicht stimmig. Die Möbel kann ich dir deshalb auch nicht abkaufen. Schade, hatte es mir anders gewünscht und vorgestellt. Hoffe, du kannst das respektieren. Tut mir leid, die Immobilienfirma wird sicherlich jemand anders finden. Liebe Grüße. Gibt es so ein Achselzucken-Smiley? Ja. So, okay. Ja, okay. Ich habe natürlich sofort gefragt, was für Klauseln, weil ich frage mich, ob ich diese Klausel noch im Vertrag habe. Ich habe keine Ahnung, aber es klingt irgendwie ein bisschen komisch. Bin mal gespannt. Klingt nach einem Billigvorwand. Ich habe keinen Bock auf die Wohnung, habe was Besseres gefunden oder vielleicht was auch immer. Besseres gefunden, genau, ja. Und, ja. Ja, naja. Einfach ehrlich sein. Sonst, ja. Sonst wird über einen gelästert in einem Podcast. Real Rap. Ja. Ja, lass uns über die Ereignisse der letzten Woche reden. Ja, dann hau rein. Also, ihr wisst ja, wir haben versucht, das Instagram-Game abzusteppen. Übelst abgesteppt. Also, wir haben es verdoppelt quasi. Ja, Followeranzahl haben wir verdoppelt. Innerhalb von einer Woche. Man kann was von sich behaupten. Das Problem ist, dabei wurden Grenzen überschritten. Versehentlich.
Von einem von uns beiden. Von mir. Versehentlich. Also ich, okay, Hintergrund. Ich kenne es aus von anderen Leuten, die mir erzählt haben, wie das so funktioniert. Ja. Und es ist halt immer hilfreich, wenn du Leute einfach like, also wenn du Bilder likest von Leuten. Und ich war in so einem Modus, dass ich einfach irgendwelche Random-Profile angeklickt habe, einfach Bilder geliked habe. Natürlich habe ich nicht irgendeinen Scheiß geliked, also schon so ein bisschen gefiltert. Aber ich habe halt keine Ahnung davon gehabt, wer diese Personen sind. Und da waren halt teilweise Leute dabei. Ich sag, das war nicht so cool irgendwo. Irgendwie, weil man die kennt so. Also, ja. Und, ja. Angenommen, bist du mit Schülerinnen. Ja, scheißegal, auch Schüler, ja. Also, keine Ahnung, irgendwie. Als ich das aber, als Max dann gesagt hat, yo, was machen Sachen? Ich habe in den Morgen aufgewacht, dachte mir so, hä? Jetzt folgen uns irgendwie 3 Schülerinnen von mir. Was ist denn da los? Und dann dachte ich mir, oh, das verbreitet sich, ist ja irgendwie ganz witzig und so. Nee, Willi hat Instagram gehackt. Und dann kriege ich eine Sprachnachricht von Willi, ey, ich habe voll die geile Idee gehabt, ich habe einfach mal ein paar Leute geliked und so. Und dachte mir, oh Gott, nein. Der creepy Lehrer geht hin und liked irgendwelche Instagram-Bilder von irgendwelchen Schülerinnen. Das war der creepy Dude aus dem Podcast, aber der nicht der Lehrer ist. Ja. Ja. Aber haben wir sofort damit aufgehört, alles zurückgenommen quasi. Geht das? Nee, aber. Ich glaube, oder? Doch, man kann schon Likes auch zurückgeben. Ja, aber auf jeden Fall ja. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Eine Weife, ich war nicht so der Smarteste. Ist ja, glaube ich, halb so wild. Ich glaube wirklich, also ich glaube. Also die Intention dahinter war, wir wollen einfach unseren Fame unendlich verteilen. X-tausendfachen, indem wir einfach ganz viel Attention. Nee, das ist das falsche Wort. Also ganz viel Aufmerksamkeit auf unseren Podcast lenken. Und der beste Weg ist halt, indem du einfach Leute anpingst, so, indem du likest, indem du Sachen kommentierst und so weiter. Das ist halt das schmutzige Instagram-Game. Okay. Wo es gar nicht darum geht, dass man die anderen Leute so, doch, ach, keine Ahnung. Ich habe das nur bei netten Leuten gemacht, glaube ich. Ja, das schon. Also wie gesagt, ich habe da schon so gefiltert, dass es keine so komischen Profile sind, wo du denkst so, warum bist du nackt oder warum machst du komische Sachen da irgendwie gerade? Also wir haben versucht, da einen moralischen Filter drüber zu legen. Also wir wollten nichts unterstützen, was irgendwie gewaltverherrlichend ist, was rechts... Ich möchte dazu noch kurz was sagen. Ja, Willi meint dann, ey, keine Sorge, ich habe auch nur Bilder geliked, irgendwie, wo so Essen drauf ist und so, nie wo die Mädels alleine drauf sind und so. Ich gucke rein, das Erste, was ich sehe, irgendein Bild, wo irgendein Mädel alleine drauf ist. Ja, Alter, irgendwann mal bist du halt in so einem. Machst du, guckst auch nicht mehr so krass, das war einfach gar nicht mehr so. Ja. Das ist die Schwäche des Menschen einfach. Ne? Jeder macht die dann. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ja, ich war's. Spread the word. Ist mir egal. Ich hatte auch nichts zu tun. Nicht nochmal. Vielleicht. Vielleicht. Also. Bis morgen nicht nochmal. Ja. Und ansonsten, ja, was ist sonst die Woche so passiert? Ich war bei einem coolen Theaterstück in der Schule, wo ich gerne danach gepodcast hätte. Leider hat es zeitlich nicht ganz funktioniert. Aber das wäre richtig, richtig cool gewesen, weil es ging mit dem Stück um coole Sachen. Es ging darum, dass irgendwie nichts Bedeutung hat und irgendwie versuchen dann Kinder eine Bedeutung für irgendwas zu finden und am Ende sterben alle nicht ganz. Aber so, das war irgendwie dramatisch und cool. Und von der 9. Klasse. Das war mega gut. Die Frage ist, wer hat denn der 9. Klasse sowas angeboten? Eine Lehrerin, die ein bisschen verrückt ist, aber auch sehr coole Sachen macht. Sehr, sehr coole Sachen macht. Ja, also ich finde das ziemlich cool. Also du hast ja auch erzählt, dass das richtig gut umgesetzt wurde. Voll. Von daher. Voll, Respekt, also, Respekt für so Leute, die, ich weiß nicht, wie alt ist man in der 9. Klasse? Voll, genau. Entweder so 12 oder 27. Nee, ich glaube 15, irgendwas zwischen 14 und 16. Ja, dann ist das ja cool, auch vom Thema her. Ne? Voll, also und wie gesagt, die brauchen sich dann auch voll in Oberstufe nicht verstecken mit ihrem Theater und so. Voll richtig gut. Also auch von inszeniert, gut, alles gemacht, ja. Ja, cool. Konnte man sich gut geben. Kann man machen, ne? Ich hab fast geweint. Das war voll dramatisch. Ja, Weinen reinigt, ja. Katharsis. Und Scheiß. Es ist echt so. Ab und zu mal weinen ist Gute. Ja. Man darf auch weinen. Man muss weinen. Man muss weinen. Weil sonst dreht man in der Birne durch. Hat der Tobi erzählt jedenfalls. Oh. Ich habe Tobi am Freitag kennengelernt. Tobi ist so ein Dude, der ist in unserem Alter, also so 18. Und lebt seit 5 Jahren ohne Geld. Mm, und mit wenig Geld mittlerweile nur. Ja, und der meinte auch ganz häufig, Leute, ihr müsst auch ab und zu, also hört auf diese, er hat es Resonanzbeziehungen genannt, also Beziehungen, wo es eigentlich nur darum geht, irgendeiner anderen Person was an den Kopf zu werfen und sich selbst wieder zu hören. Mm. Also eigentlich nur, kannst du an der Wand machen. Mm. So er meinte, hört auf. Gump, der Tischtennis spielt mit sich selbst. Genau, ja. Das ist so, der meinte, das ist so die
die Art der Beziehung, die er häufig sieht. Also Leute, die sich einfach nur so in your face und wieder zurück. Und er meinte, ja, ihr müsst mal hingehen und dann bedeutende Gespräche führen und auch mal... Hast du unseren Podcast empfohlen? Ach, mal ja, ich habe gesagt, hier, unsere Visitenkarte. Nein, wie gesagt, hier, meine, er macht halt ganz häufig ja und ihr müsst auch dann, ist es auch okay, sich dann in den Arm zu nehmen und zusammen zu weinen, danach geht es einem besser, bla. Ist was dran. Klar, Mann. Ja. Klar, Mann. Aber ich habe jetzt gerade keinen Bock zu heulen, das könnten wir jetzt auch mal probieren, aber es ist... Ja, das wird sich aber noch mehr durchziehen, durch unsere Podcasts. Sag ich mir schön auch immer. Ja? Emotionen, du darfst weinen, dann lachen sie immer, aber ich glaube, ein bisschen verstehen sie es. Ja, das ist ja eine Emotion, sie lachen dann schon mal. Ja. Ich kriege nur die andere Geschichte. Besser als diese komischen, harten Schalen, die irgendwie geschaffen werden, weil irgendwie alle Angst haben, dass sie verletzt werden können, was gar keinen Sinn macht. Ja, vor allem die These des Jahrhunderts, glaube ich. Also das ist auch nicht so jung, das Jahrhundert, deswegen, also nicht so alt. Ist okay, kann man nicht sagen. Das Internet vergisst mich. Und ich glaube, mittlerweile sind unsere Bullshit-Detektoren so gut, dass du jede künstliche Hülle, und gut, die Bahn fährt, jede künstliche Hülle, und das ist auch dieses, ich bin der Härteste, ich bin der Krasseste, mir kann man nichts tun, ich bin so, weiß ich nicht, widerstandsfähig, ich habe keine Schwächen. Das ist einfach nicht mehr authentisch und das fällt auf. Und das kannst du halt ein paar Leuten irgendwie, ich sag mal, vorspielen. Aber die meisten werden es irgendwo früher oder später erkennen und dann hast du verloren, weil was ist das, die wichtigste Währung zwischenmenschlich? Vertrauen. Und wenn du das nicht hast, dann hast du verkackt. Und wie kriegt man Vertrauen? Nicht durch Härte. Nee, durch Authentizität. Ah. Oh, ich weiß mein Lied für die Playlist. Jetzt sind 1996 Deutschland. Nein, Quatsch. Ah, schön. Ja, toll, jetzt hast du wieder Druck aufgebaut. Ja. Muss ich auch wieder überlegen. Das ist für Tobi ja zu jedem Thema gutes Lied, das heißt einfach Authentizität. Okay. Deswegen, ja, ich mach mal später. Ja, ich auch. Wir gucken, vielleicht bietet sich was anderes an. Okay, ja. Ja, ansonsten, das Skateboard-Game wird versucht abzusteppen. Mhm. Mal gucken. Wir müssen, leider, heute geht's nicht, weil du der Board nicht in Köln mit hast, aber hättest du auch nicht mehr rechnen können, das war jetzt nicht. Das ist voll gemeint, nur. Ich habe auch nicht die richtigen Schuhe dabei, ne? Oh. Ist auch wichtig, ich müsste noch Schuhe einpacken. Ja, hättest du meine haben können sonst. Nee. Ich habe noch welche. Klar, Mann. Ich kann das nicht. Kannst du in deinen? Klamotten von anderen anziehen. Achso, ja, ja, okay. Das ist irgendwie in meinem Kopf nicht. Anders als Tobi. Tobi hat einen geteilten Kleiderschrank. Die leben in so einer WG mit ganz vielen Leuten und die teilen sich einen Kleiderschrank. Ich könnte das nicht. Okay. Keine einzige Minute. Was teilen die sich noch so? Das will ich nicht wissen. Okay. Hm. Essen wahrscheinlich. Ja. Ja. Das war's. Sonstige Güter des alltäglichen Gebrauchs. Ja. 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 Einfach mal. Aber deswegen, ich hätte Schuhe und das Wetter ist ja auch nicht so geil. Also, das ist halt so ein Wetter, du stellst dich aufs Brett, machst zwei Sachen, bist komplett durchgeschwitzt und danach fühlst du dich einfach nur eklig und willst duschen. Ja. Ja. Naja. Aber gucken, ob wir es nächste Woche mal hinkriegen irgendwie. Ja. Bei mir kommen jetzt Horrorwochen, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Zwei Unterrichtsbesuche, Klausuren korrigieren, gleich wenn du weg bist, da habe ich direkt in die Penner-Klausuren. Das sieht keiner, glaube ich, so richtig. Wenn ich den Schülern erzähle, so, ich muss Klausuren korrigieren, dann sage ich mir so, ja, doch kein Problem und dafür haben sie Ferien und so. Und dann denke ich mir so, naja, wenn ihr wüsstet, dass mein ganzes Wochenende aus Klausuren korrigieren besteht, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht sagen, dass das so geil ist. Das ist ein bisschen doof. Ja. Ja gut, das ist dann, setz dich heute hin, prügelst durch und dann bist du morgen. Ja, morgen zurückgeben. Morgen kriegt ihr Klausuren. Nee, ich glaube nicht. Ich schaffe auf gar keinen Fall. Nein. Ja, kein Stress, ich meine... Ja, das Problem ist, die gehen halt Ende des Monats ins Praktikum, morgen schreiben die Bio und das heißt, ich muss halt irgendwie das alles in einem bekommen und dann noch meinen Unterricht so planen, wo es nur für gibt und so. Ja, kenne ich. Ich mach das Fenster zu. Ja, und wenn wir am Laden fahren sollen. Ja, aber ich kenne das. Ich habe jetzt auch irgendwie, wir haben Freitag noch ein paar Sachen mitgenommen ins Wochenende rein, von der Arbeit. Und ja, irgendwie merkt man halt mit der Zeit, dass... Wenn man sich selbst dann irgendwie nicht bewegt, dass dann andere Leute irgendwie drunter leiden. Ne, also wenn man, ja. Klar, also wenn andere davon abhängig sind, dass du irgendwas leistest, irgendwas lieferst, dann... Und das ist der Druck, der scheiße ist. Ja, ich meine, früher war es ganz easy, ne? In der Schulzeit, im Studium, da war man für sich selbst. That's it, ja. Hast du für dich nicht gelernt, hast halt verkackt. So. Ja. Aber oder halt trotzdem halt gewonnen. Oder trotzdem gewonnen, weil du einfach super krass bist. Ja. oder du hast das System geschnallt, hast gemerkt, wie einfach das ist, wenn man gewisse Dinge einfach beachtet. Ja. Lernt mit Erwartungshorizonten.
Hä, ganz ehrlich, das Abi zu lernen ist so easy, wenn man einfach weiß, wie die Prüfung ist. Egal. Ja. Irgendwann kommt der große Abi-Podcast. Ja, wann ist die nächste Abi, spannende Abi-Zeit? Gerade vorbei. Die haben gestern Freitag ihre Noten bekommen. Oh, hätten wir früher mal. Egal. Ja. Irgendwann Herbst. Ja, so. Nee, das ist viel zu früh. Wenn Abi irgendwann im März geschrieben wird, dann müssen wir. Ja, weil man muss denen im Herbst schon sagen, pass auf, hört nicht auf diese Mädchen und Jungen, die schon jetzt anfangen zu lernen. Das macht gar keinen Fall, das macht gar keinen Sinn. Das bringt überhaupt nichts. Nee. Also für manche macht es halt insofern nur Sinn, als dass sie sich selbst beruhigen. Ja, okay. Ja, bevor du durchdrehst, ja, aber rein so vom Lerneffekt. Und das Problem ist, dass die machen ja dann sich selbst, beruhigen die vielleicht, aber dadurch machen sie andere irre. Ja. Wie viele Lernplätze hast du schon geschrieben? 37! Aber das meine ich ja. Ich glaube, mittlerweile wissen, also ich hoffe, dass die Leute, die im Abi sind, festgestellt haben, dass über die Schullaufbahn, dass das halt gerne, dass es halt Bullshit ist, halt auch also sich dann auch nicht verrückt machen von Leuten, die sagen, ja, ich habe 7 Monate vorher gelernt und dann schreiben sie trotzdem eine schlechtere Note dazu und denkst du so, ja, ist ein Glückwunsch. Ich hoffe, die meisten haben das gecheckt. Das. Viele im Studium haben es noch nicht gecheckt. Ja. Okay. Ja, gut. Naja. Egal, wir kriegen das hin. Ich werde heute Abend noch ein bisschen hustlen und also fahre gleich noch Grill. Ich hoffe, es gibt irgendwas. Egal. Und ja, bestimmt. Veganes Schaschlik. Es gibt bestimmt Brot. Ja, passt schon. Ja. Ach, stimmt, aber gibt es irgendwas, meinst du? Ja, Sergej, ja. irgendwas wird er klar machen. Meinst du? Ja. Weißt du das? Ja, klar. Also, der weiß ja, dass ich kein Fleisch esse. Ja, weißt du? Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich gibt es irgendeinen Salat oder so. Okay. Ich hoffe, die kippen da kein Joghurt-Dressing oder so drauf. Aber ich. Okay. Ja, egal, es geht ja ums Abhängen. Ja. So nur Bier und Brot. Ja. Alkoholfreies. Ja, sehr gut. Oh. Wurde der große Drogen-Alkohol-Podcast angekündigt? Oh ja, genau das wollte ich damit sagen. Ja. Ja. Hm. Ich hatte letztens wieder so einen Mindblow-Moment. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Weiß ich nicht. Also, was heißt Mindblow? Eigentlich ist es so nachvollziehbar, offensichtlich, aber es ist immer wieder cool, das nochmal bestätigt zu bekommen. Irgendwie zu einem gewissen Grad. Aber so ein Vergleich von dem Gehirn eines 60-Jährigen. Eines 60-Jährigen mit Alzheimer und eines 60-Jährigen, der sein ganzes Leben lang gesoffen hat wie ein Loch. Und krass war, dass Alkohol mehr Schaden im Hirn angerichtet hat, rein visuell wahrnehmbar. Das sah so verschrumpelt aus wie so eine Walnuss, die zu lange draußen lag. Mhm. Und als Alzheimer. Also Alzheimer weniger schlimm als Alkohol. Und ja. Und? Das gibt dir Hoffnung? Nein, es gibt mir so ein bisschen Motivation quasi zu sagen, yo. Mr. Faux, so wie gestern Abend, ja, dem Besitzer von dem Laden, habe ich auch gesagt, hey, mach mal alkoholfreies, Digga. Na, hat er gelacht. Aber er hat gesagt, Respekt. Ja. Und als er seinen Martini getrunken hat, am Feierabend, dachte er sich so, werde ich mal wieder Junge. Dachte er sich nicht, und meine egal, Scheiße. Ich kann direkt reingrätschen. Bitte. Weil ich habe Freitag mit dem Pedakurs, haben wir einen Vortrag von Manfred Spitzer gesehen, diesem typischen Spitzer, dieser Neuropsychologe, Biologe, der immer gerne in Pädagogik genommen wird und gerne in Biologie genommen wird. Also in Bio betrachten ihn eher so ein bisschen als Pseudo-Populärwissenschaftler und in Pädda ist es so der Heilsbringer, weil das ein Biologe ist, der quasi sagt, was sagt das über die Fächer aus? Ja, das ist ein bisschen traurig. Aber nee, der ist ein bisschen weggekommen von dieser populistischen Schiene, weil er immer so gesagt hat, die Vorträge waren ja nicht irgendwie so Auswirkungen auf das Gehirn von Blabla, sondern nehmt eure Kinder die Fernseher weg. Und so, weißt du, war so wie Richard David Precht, so der Philosophie für irgendwie dann so in die Fresse Medien. Er wusste halt, wer seine Empfänger sind, er konnte das gut formulieren wahrscheinlich. Vielleicht, genau. Und darunter leidet es dann immer so ein bisschen die Wissenschaftlichkeit im Prinzip. Und jetzt dieser Vortrag am Freitag, der ist habe ich den Begriff gewesen. Wissenschaftlichkeit ja hasse auf den Tod gerade. Warum? Ja, weil das auch so irgendwie belegt ist. Also im Sinne von, da hängen so viele Annahmen dran und das wird so glorifiziert. Eigentlich ist es ja nur eine Methodik. Also, ja, genau, aber es ist halt. Also du kannst ja etwas wissenschaftlich, also nach einer wissenschaftlichen Methode erforschen und kannst dann deine Erkenntnisse sichern und auch mit statistischen Verfahren, pipapo. Mhm. Und kannst trotzdem Marketing-Rockstar sein und das irgendwie so verpacken, dass es wieder. Also das eine widerspricht dem anderen ja nicht. Nee, deine Aussagen dennoch richtig sind, klar, du musst es dann vielleicht irgendwo in so Abstufungen machen, so wie der Typ, der gesagt hat, nimm die Kinder den Fernseher weg und ich sag das so übertrieben und dann kommst du irgendwann mal zu deinen, aber wenn du von vornherein anfängst, ja, in der ersten Studie habe ich mehr, dann schlafen wir das ein. Problem ist aber, wenn du dieses Wissenschaftliche, sag ich mal, überdeckst mit irgendwelchem Gelaber, weil du halt irgendwie Publicity jetzt willst, dann kann halt keiner nachvollziehen, warum sagst du das jetzt. Wenn du halt dann nur dieses in den Vordergrund stellst und dann gar nicht
irgendwie belegen kannst oder irgendwas sagst dazu, warum es eigentlich so ist und sagt, ja, das ist halt so wild. Das heißt, der hat den oberflächlichen Part abgedeckt und, genau, die Substanz weggelassen. Genau, okay. Das meine ich eher. Und jetzt hat er halt eine ganz gute Mischung gefunden irgendwie. Und da ging es nämlich genau darum, wie das eigentlich ist mit Lernen und mit Gehirnvolumen und so weiter und so fort. Und dann ging es darum, dass es gibt so ein Bild wo vom MRT, vom Gehirn, wo quasi alles schwarz ist, wo nichts drin ist. Mhm. Und es gibt ein Bild, von wo dann halt ganz, wo es ganz normal aussieht. Und normalerweise würde man sagen, dieser Mensch recht, also auf diesem, mit dem leeren Gehirn, sage ich mal, wäre tot. Aber das ist so ein 60-jähriger Typ, dem geht's voll gut. Und das zeigt quasi, weil der hat von Beginn an einfach keine Gehirnmasse quasi, also ganz wenig nur gehabt. Mhm. So. Aber die, weil er so klein war, hat quasi das Gehirn es geschafft, alle wichtigen Funktionen mit dieser kleinen Masse abzudecken. Okay. So. Und das ist so ein bisschen diese Grundaussage des Ganzen. Zum Beispiel auch, also ja, noch nicht ganz, zum Beispiel bei Alzheimer ist ja auch so, dass du quasi dann, ne, das einfach Gehirn abstirbt und dass dann, dass du erst, wenn 70% des Gehirns abgestorben sind, merkst du überhaupt erst Auswirkungen von Alzheimer. Das heißt, das Gehirn schafft es so, das abzufangen mit diesen 30% dann noch, dass du erst ab, ich glaube, 90-95% bist du halt echt schwer am Arsch erst. So. Und je älter das, also je älter du quasi bist in das Alter, desto schlimmer ist es, weil als Kind ist es halt immer noch einfacher, weil es alles sich noch mehr ausbildet und so weiter und so fort. Und da ging es quasi darum, dass du einfach ganz viel Wissen anhäufst, also dass du halt bis 25 ist das irgendwie alles cool und du kannst auch viel reinkriegen und danach. Ja, erzähl weiter. Ja, gerne, sofort. Und es ging gerade darum, dass man das Ziel haben soll, möglichst viele Verknüpfungen schon zu schaffen, sodass dir es im Alter leichter fällt, an diese Verknüpfungen was anzudocken. Wenn du als Kind oder bis 25 wenig Verknüpfungen baust, dann fällt es auch schwer, da was anzudocken. Du musst dir vorstellen, wie so Lego-Steine. Wenn ja, du, oder ne, Sudoku, nee, wie heißt das, Scrabble und so. Wenn du wenig Anlegemöglichkeiten hast, ist halt kacke. Und genau, und dann ist es nämlich so, je mehr du quasi ran schaffst und je mehr Verzweigungen du schaffst, desto später tritt auch sowas wie Demenz dann eben auf. Weil, wenn du quasi auf den Himalaya steigst und von da bricht dir immer ein Stück Berg weg, bist du halt weniger schnell tot, als wenn du irgendwie auf den Hügel gehst. Und, ne, dann, das heißt, der also war mehr Puffer, was irgendwie erstmal... Richtig, genau. Und deswegen war es immer so, weil es gibt Demenzmedikamente, die das Leben wohl maximal irgendwie um 3 Monate verlängern. Und dann wieder diese Populäraussage, die er halt da nicht belegt hat, aber was er halt so propagiert hat. Und wenn du eine zweite Fremdsprache lernst, verlängert das dein Leben demenzmäßig um 5 Jahre. Weil du einfach mehr Verknüpfungen schaffst und weil du halt viel multidimensionaler quasi denkst und so weiter. Und das fand ich eine spannende Aussage, die so nach dem Motto, ey, geht mit eurem Körper gut um und versucht möglichst viel ranzuschaffen und möglichst viele Verknüpfungen aufzubauen, weil dann fällt es euch auch immer leichter, noch mehr damit anzufangen, auch wenn ihr alt seid. Und dann kann man sich auch dieses sparen, naja, ich kann ja sowieso jetzt kein Musikinstrument mehr lernen und so. Das kannst du halt, das ist halt irgendwie Bullshit dann, wenn du halt möglichst viel davor irgendwie dafür getan hast, dass du halt auch was hast. Was ich spannend fand, das passt perfekt, glaube ich, inhaltlich, war ein Artikel, wo es darum, wo endlich die Aussage war, und ich kann das jetzt gar nicht bewerten, ob es jetzt wirklich irgendwo empirisch irgendwie belegt ist oder einfach nur populistisch irgendwie ein geiler Artikel war. Die Aussage war, irgendwie Hirnzellen, das was in der Birne so passiert, ist irgendwie anders. Birne ist anders als andere Zellen im Körper. Da gibt es jetzt irgendwie keinen signifikanten altersbedingten irgendwie so Rückgang von Reproduktionsmöglichkeiten und so weiter. Die Aussage war so sinngemäß, hey, dein Hirn kann, egal ob du jetzt irgendwie 5 Jahre alt bist oder 95, kann eigentlich immer weiter lernen und sich weiterbilden. Unter der Voraussetzung, dass du im Lernprozess selbst gewisse Hormone, Botenstoffe mit produziert werden und das wiederum fördert irgendwie den Aufbauprozess von neuen Synapsen. Okay. Und ich weiß nicht, das ist jetzt der spannende Part. Also das würde ja eigentlich bedeuten, du könntest auch streng genommen easy hingehen und sagen, ich bin jetzt 65 und ich lerne jetzt 7 neue Sprachen und knallst durch. Aber es müsste dir wirklich auf eine natürliche Art und Weise Spaß machen. Und dieses Spaßempfinden äußert sich halt durch gewissen Ausstoß von gewissen halt Botenstoffen, was auch immer. Und die hast du normalerweise im Alter nicht mehr, oder was? So und das ist das, was, genau, das ist eigentlich der Punkt, der das Ganze hemmt. Also, okay.
Und was halt irgendwie spannend war, ich weiß halt auch nicht, ob das stimmt, aber ne, deswegen immer so mit einem Disclaimer. Es gab, also so diese Studien, die es angeblich gibt, wie gesagt, habe ich nicht reingeschaut, waren halt so zwei Punkte im Durchschnitt, also im Normalfall, wo es halt nochmal dieser Ausstoß von diesen Hormonen, die irgendwie das Ganze irgendwie geil machen, ne, wo Spaß reinkommt, gab es zwei Phasen im Leben eines Erwachsenen, wo es richtig signifikant einbricht. Einschulung und Berufsstart. Ah, krass. Ja, das waren diese typische, ne? So nach dem Motto, oh fuck, jetzt ist Schule da und Schule das heißt, macht plötzlich nicht so Bock. Oder genau, jetzt. Lernen ist verbunden mit Druck und Noten und so weiter und so fort. Und nicht mit Spaß. Und das würde eigentlich bedeuten, das hemmt nur. Ne? Mhm. Und irgendwie eigentlich hättest du viel mehr Potenzial, aber vielleicht nicht strukturiert zu lernen, aber grundsätzlich zu lernen, wäre grundsätzlich viel, viel mehr drin. Aber es wird zu einem gewissen Grad gehemmt, dafür aber strukturiert. Das ist der Vorteil, den du dann mit der Schule hast. Auf der Arbeit ist es ähnlich. Du hast plötzlich Druck, ne? Es ist oft so diese, wahrscheinlich genau das, ne? diese Drucksituation, wo du plötzlich gezwungenermaßen irgendwie liefern musst. Und das, wie gesagt, ich habe keinen Plan, ob das stimmt, aber ich finde, das passt irgendwie ganz gut. Voll. Weil dann hättest du eigentlich, okay, du bist jetzt irgendwie, weiß nicht, 60, und denkst du, oh scheiße, ich habe irgendwie erhöhtes Risiko auf Alzheimer, jetzt let's go, ne? Jetzt haue ich mir irgendwelche Inhalte rein und werde jetzt, baue mir diesen Puffer dann noch auf. Würde streng genommen gehen, wenn du es irgendwie schaffst, dass du irgendwie Spaß mit hast. Ja. Und eben, und auch wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass du das Gegenteil von Spaß nicht hast, also dass du quasi keine Angst hast. Das ist dieses typische, dass irgendwie das alles nicht so gut funktioniert, wenn halt Stresshormone ausgeschüttet werden. Dieses typische in Mathematik, du gehst an die Tafel, wirst an die Tafel geholt und während du vor deiner Tafel bist, kannst du nichts mehr, aber vorher konntest du alles. So, das ist dieses typische, dass du unter Angst halt einfach nichts lernen kannst. Und in der Schule funktioniert halt ganz viel über Druck und Angst und das funktioniert eigentlich auch jetzt im Rest und auch in der Arbeit ist es sehr oft so, ne? Deadlines und so weiter und so fort. Bis dahin müssen wir liefern, was halt anders, also wo, glaube ich, bessere, kreativere, vernünftigere Ergebnisse rauskommen würden, wenn es wegfallen würde. Ja. Es ist auch manchmal ganz spannend. Ich habe das mal beobachtet in Arbeitskreisen oder das bei unterschiedlichen Unternehmen. Es gibt manchmal Leute, die sind relativ, ich sag mal, weit gekommen, gemessen an dem aktuellen Standard, den man heute in der Gesellschaft so hat. Also hat quasi viele Firmen gesehen, hat viel verdient, ist in Position gewesen, CEO, CPO, irgendwas. Und dann gibt es zwei Arten, ganz vereinfacht gesagt. Gibt es einmal die verbissenen Leute, die häufig auch so weird sind, dass du denkst so, ey, warum bist du so komisch, warum bist du so ein Arsch, also warum? Also so kalt und abgestimmt, oder was? Ja, so in die Richtung. Und es gibt das andere Extrem, das sind so die coolsten Leute, die du dir vorstellen kannst, ja, die sind einfach total authentisch, die setzen sich dahin und sind total gelassen und denkst, wie kannst du in deiner Position überhaupt so chillen? Ich habe andere Leute gesehen, die gehen unter, ja, die kommen gar nicht mehr klar. Und ich glaube, es gibt so zwei grundlegende Konzepte. Der eine ist, das eine Konzept ist, du zwingst dich halt, sowohl in der Schule als auch auf der Arbeit irgendwie zu performen und beißt dich da durch und verkrampfst da, versteifst, verlierst du auch irgendwo jede Form von Spaß irgendwo, aber hast ein bisschen Ehrgeiz und verfolgst dein Ziel und, so, ne? Und versuchst halt nie nicht zu performen, also versuchst immer Leistung zu liefern, immer gute Noten, immer die Eins, immer, weiß ich nicht, das Lob von den Kunden, vom Chef, wie auch immer. Und es gibt ja andere Leute, die sind ein bisschen eher in diesem Flow-Charakter. So. Und Charlotte geht raus in die Flow-Seekers. Das war jetzt. Und das ist ja dieses Konzept zu sagen: Hey, ich erlaube mir auch mal bewusst, einfach mal scheiße zu sein. Ich erlaube mir mal auch. Also die Formulierung ist ja schon absurd. Ich sage, ich erlaube. Aber ich akzeptiere es einfach mal zu heulen. Ich akzeptiere mal einfach schlecht zu sein für einen Moment. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich gestern irgendwie, wenn die Kinder haben und das Kind gestern den ganzen Abend gekotzt hat oder so. Ja. Der andere Typ würde das Kind wahrscheinlich beiseite schieben und würde sagen, ne, ich kann keine jetzt Zeit, nicht, genau, ich muss Kind, hör auf zu weinen. Und der andere hinkümmert sich um sein Kind und kommt morgens rein und sagt, Leute, ich habe gestern, ne, keine Ahnung, aber lass uns das Beste draus machen jetzt irgendwie. Und ich glaube halt, dass langfristig, um auch diesen Spaß am Leben, am Lernen irgendwie aufrechtzuerhalten, musst du irgendwie schauen, dass du einfach dir auch diese Zeiten gönnst und das auch akzeptierst. Das ist halt nicht ein stetiges, ich bin immer 100%, sondern auch mal, ich bin einfach mal kacke, mir geht's einfach mal schlecht, ich bin auch mal traurig und ich kann auch gerade einfach nicht, ich habe jetzt keine Ideen, ich bin nicht kreativ gerade. Das ist okay, die Phasen gibt es halt auch und die sind auch, glaube ich, wichtig, um halt die Balance irgendwie zu halten, damit du auch irgendwie mit 40, 50 nochmal Bock hast, eine Fremdsprache zu lernen. Nee. Wenn du aber so versteift bist in deiner Denke und in deiner Handlungsweise, dann wie passt das da noch rein? Ja, du bist die ganze Zeit auf 100%, da passt nichts mehr rein. Ja. Und vor allem bist du ja auch so auf einer Bahn, weil du bist mit all deinen Gedanken immer in diesem Bereich der Arbeit und so weiter und so fort. Du hast ja
gar keinen Sinn für eine zweite Fremdsprache, sonst irgendwas, wenn du die ganze Zeit in deinem Arbeitsweltkosmos, so sage ich mal. Ja, oder auch, ne? Oder im Studium und in der Schule ist es gleich. Ne? Genau. So, oh, ich muss jetzt, ich habe jetzt meine Fächer und ich muss da einfach alles liefern und immer 100%. Genau, ich muss jetzt, ne, nach dem Motto, ich mache jetzt vielleicht in Physik, macht irgendwer irgendwas Cooles oder so und dann kann man sich aber gar nicht darauf konzentrieren, kann ja eigentlich die coolen Sachen davon mitnehmen, vielleicht wenn man Raketen baut, keine Ahnung. Weil du die ganze Zeit irgendeine Deutschklausur im Kopf hast oder so und weißt, okay, scheiße, da muss ich irgendwie performen. Mhm. Am besten liest du im Unterricht dann noch irgendwie so ein paar Seiten dafür, ja, genau. Und so, ne? Oh, ich muss dich vortragen und so. Ja, ja, genau. Und dann Sachen verpasst du eigentlich coole Sachen, die Spaß machen würden, die kannst du gar nicht wertschätzen, weil du so im Tunnel bist. Mhm. Und denkst, okay, du musst dich von allem abschotten, weil sonst wird das nichts. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie die nachhaltigere, entspanntere Art und Weise, irgendwie sein Leben zu gestalten, wenn man einfach mal, wie wir vorhin gesagt haben, einfach mal traurig ist und das auch zulässt und akzeptiert, dass man traurig ist und einfach mal den ganzen Sonntag irgendwie im Bett liegt und einfach mal aus dem Fenster starrt und gewisse Musik hört halt. Was weiß ich denn? Ja, also jeder hat ja seinen eigenen Weg, das irgendwie auszudrücken und damit umzugehen, aber ja. Ich glaube, da ist man dann langfristig glücklicher, erfolgreicher und hat mehr Puffer für Alzheimer. Na, ich finde das, das ist sehr schön. Ich finde, dass zum Beispiel auch Sport da immer ein guter Puffer nochmal ist, weil das ist halt so ein Termin nochmal dazwischen, wo du weißt, okay, jetzt bin ich aus diesem Tunnel, egal was passiert, ich bin aus dem Tunnel jetzt mal raus. So, wenn das halt jetzt nichts mit der Arbeit zu tun hat, wenn du jetzt nicht irgendwie Fitnessmodel bist. Deswegen, wir sind alle Fitnessmodels. Deswegen ist Sport irgendwie Teil deines Berufs. Sondern wenn du dann wirklich dadurch gezwungen wirst, abzuschalten, andere Kontexte zu sehen, andere Menschen zu sehen, andere Aufgaben zu haben. Ne? Du musst jetzt irgendwie beim Klettern oder so, musst du irgendwie Probleme lösen, wie du kommst du da hoch und nicht, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich mehr Geld verdiene mit unserem Unternehmen, keine Ahnung. Oder? Ja. Wobei ich glaube auch Sport für viele zu dieser Falle werden kann. Das stimmt. Ich habe das bei mir teilweise festgestellt, ich hatte zu hohe Ambitionen und wollte halt einfach, ich gehe jetzt viermal die Woche ins Fitnessstudio, eine Phase lang. Mhm. Und das wollte ich so sehr, dass ich mich darauf verbissen habe und dann war das eher wie so ein Zwang. Ich gehe jetzt hin und ich muss und bla. Hm. Und dann war es genau dieser Tunnelblick wieder auf diese Sache ausgerichtet. Also ich glaube, man kann jede Lebenslage so persönlich dazu machen. Hm. Manchmal ist es auch okay, das zu haben, aber es darf halt nicht nur immer 100%, 24 Tage, 24 Stunden am Tag, 24 Tage. Ne? Tage. Siehst du, Stunde, ist wieder zu viel Tunnel. Ja. 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 Deswegen einfach ab und zu mal heulen. Und die Mischung macht es. Ja. Nicht zu fokussiert einen Weg beschreiten. Yes. Hm. Ja. Immer schielen in alle Richtungen. Finde ich gut. Ja. Das ist ein schöner kleiner Zwischenpart. So eine Playlist, ein Lied auf die Playlist packen. Ja gut, ich habe auch eins. Okay. Ich muss mal ganz kurz auf mein Handy schauen. Wir haben noch 28 Minuten. Das ist übrigens nur, weil wir los müssen. Wir werden jetzt nicht immer einen Timer haben. Oder? Nee, nur heute. Okay. Was kann ich, wie kann ich das denn jetzt? Du kannst eins von deinen Weinliedern, von deinen traurigen Weinliedern nehmen. Bei mir wird es Fat Tony Authentizität. Wir haben bald das ganze Album auf der Playlist. Ja, mach doch direkt das Album. Ah, ist das Album. Ah, wo finde ich das denn? Ja, ich nehme auf jeden Fall erstmal. Wir machen nachher noch eine Runde, ne? Ja, klar. Ich nehme hier, ich habe eins, das ist ganz cool irgendwie. Ich mach mich raten, Stormzy. Nee, Simp Girl. Lil Ashes. On Love, More and Soise. Soise, Soisou. Soisa. Super. Ich pack's drauf. Ich werde es hören. Okay, ich werde es hören. Ja, weiter geht's mit Kai. Weiter geht's. Kennst du noch? Ja, na klar. Ja, gut. Duck Queen Duck und so. Das war so geil. Kurz voll im Flow gehen. Morgens sonntags aufwachen, erstmal 7 Uhr Fernseher anmachen, alle pennen noch. Ja. Du guckst bis 12 Uhr Cartoons, isst Kelloggs und dein Leben ist einfach geil. Das war echt mega. So Teen Titans, was gab es noch? Dark Queen Duck und so. Ja. Benjamin Buchsbaum und Fieso Duck und so. Ja. Das ist so krass, ne? Man sagt, egal mit wem ich drüber spreche, es war so cool, man hatte keine Verantwortung. Ja. Aber ich will das nicht akzeptieren. Ich will einfach ein Leben leben, wo ich sage, ja, ich habe Verantwortung, aber es ist trotzdem so geil wie sonntags damals. Genau, ja. Es geht auch. Man die ganze Zeit Dragon Ball gucken. Ja. Mittag. Ja. Das geht auch. Man muss nur, also ich glaube, ich habe noch nicht herausgefunden, wie, aber ich glaube, wir müssen einfach nur lernen, mit der Verantwortung so umzugehen, dass es halt nicht zu einem übermäßigen Druck wird, der einen lähmt, sondern das ist eher so eine wie so ein Privileg ist, dass man so, ey cool, ich habe die Verantwortung, aber es ist auch easy, damit irgendwie klarzukommen und ja, ich denke mal, das ist ein Lernprozess. Ja, ich glaube auch, das ist ja auch das, was ich in der Schule gerade ganz stark merke, dass am wenigsten Spaß macht die Schule eigentlich immer in Ferien. Wenn ich merke, okay, man bereitet einfach nur Kram vor und sieht irgendwie die Schüler nicht und ist irgendwie nicht in der Schule und so, dann macht Schule einfach gar keinen Bock.
So, aber wenn du dann wieder in die Schule kommst, merkst du, ah, okay, dafür machst du das Ganze. Und dann kannst du wieder so mit dem Ganzen so mitgehen, dann hast du Spaß an dem Tag, dann bist du in der Schule, es macht Spaß und so weiter und so fort. Diese Verantwortung macht auch dann Spaß, weil du das irgendwie annimmst als Aufgabe und irgendwie guckst, was kannst du daraus machen und wie kannst du irgendwie eher sogar ein Vorbild für andere Lehrer sein, dass es irgendwie vielleicht auch anders geht als mit diesem klassischen Weg, ich muss alle quälen und bin selber genervt von allem oder so. Ja, das sind die Sachen, die einem dann diesen KRTL, RTL 2 Nachmittagsspaß so ein bisschen wiederbringen. Ja. Das ist irgendwie das Coole. Es fühlt sich dann nicht an, die Verantwortung. Ja, du weißt, du hast sie, du bist ja dieser auch bewusst und weißt auch damit umzugehen und weißt auch, dass du das nicht irgendwie auf die gleiche Schulter nehmen solltest. Ja. Aber du gestaltest es so, ja, wie du gesagt hast, dass es sich anfühlt wie RTL gucken. Mhm. Ja, das ist gut. Mhm. Ja, was ist die Alternative? Ja? Ja. Verbittert zu werden und sein Leben zu hassen und allen anderen das Leben auch schwer zu machen. Ich frage mich immer, ob alle immer so gedacht haben, aber dann trotzdem dahin abgedriftet sind. Weißt du? Das ist so eine Frage. Ich glaube, das ist halt, du musst dagegen so ein bisschen auch ankämpfen. Ich glaube, das überrollt einen sonst, weil es ist halt auch einfacher, einfach zu sagen, ja, ist alles doof und alles ist gegen mich. Ja, genau. Alle gegen mich. Die Schüler sind so viel schlimmer als. Das ist so egozentrisch, weil du die ganze Welt guckt auf dich. So, das ist einfach sowieso schon Blödsinn, das merkt man in der Disco. Das war so geil, das war für mich der Moment, wo ich einfach in meinem Leben gemerkt habe, du bist einfach nicht das Zentrum. Oh. Ne? Wann war das? Gestern? Morgen. Nein. Kennst du das, ne? Man wird erwachsen und dann geht man durch die Welt und denkt, alle gucken mich an, oh Gott, habe ich einen Pickel im Gesicht, oh Gott, was ist, bin ich dick geworden, irgendwas, ja, und dann denkst du wirklich, alle starren nur auf dich. Ja. Und irgendwann mal war ich im Club und dann habe ich festgestellt, irgendwie denken alle, alle gucken sich selbst so und gucken verunsichert auf sich selbst und gucken so in die Gegend und tanzen und je betrunkener, desto weniger guckt man auf sich selbst, aber die Leute, die auch gerade am Anfang, ne, diese ersten paar Stunden, wenn alle so reintrudeln, und dann merkst du, hey, alle sind irgendwie verunsichert, gucken auf sich selbst und haben irgendwie Sorge, dann denkst du, wenn das jeder macht, dann guckst du eigentlich die anderen kaum an. Also dann guckt jeder, also dann kann es gar nicht sein, das wäre logisch ein Widerspruch. Und von daher, das war für mich damit gesagt, okay. Mhm. Du bist einfach überhaupt 0% der Mittelpunkt von irgendwas. Und das ist auch cool so, weil es nimmt auch viel Druck. Ja, voll. Übelst. Nicht so, ich erstelle gerade irgendwas und am Ende werden alle drüber reden und kein Jux, was du machst in der Regel. Ne? Außer du tust anderen was Gutes, dann bist du. Ja, oder was Schlechtes. Also, und es ist auch gut, beides mal zu machen, also mal Leuten auf den Schlips zu treten und mal Leute was Gutes zu tun, weil dann lernt man auch damit umzugehen, wenn der Fokus dann plötzlich doch mal da ist und denkst scheiße, Hilfe, alle starren mich an, ist auch okay. So, wenn die Klausur Montag scheiße wird zum Beispiel, dann hast du halt auch die schlechte Konsequenz, ne? Ist so, oh Gott, du stellst so schlimme Klausuren oder so, ne? Ja. Aber das, was dazu noch passt, finde ich, irgendwann, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, du wirst sogar was. Jesus. Ich glaube aber nicht. Du oder Jesus, ich weiß es nicht. Nee, aber damals in der Schulzeit war das, dass mal irgendwer an mir gesagt hat, so, ey, ich finde es immer, ich glaube, es waren irgendwelche von meinen Kifferkumpels damals, die irgendwie dann meinten, Max hatte echt Kifferkumpels, oder? Ja, das hat mir gezeigt, warum ich es niemals tun sollte. Und, um das direkt dahinter zu schieben, aber irgendwie sowas so nach dem Motto, jeder denkt immer so, man selber ist so der Hauptdarsteller seines eigenen Films und vergisst, dass die anderen Menschen auch die Hauptdarsteller ihres Lebens quasi sind. Das heißt, du lebst nicht dein Leben mit ganz vielen Nebencharakteren, sondern du lebst eigentlich dein Leben mit ganz vielen anderen Hauptdarstellern, die alle ein eigenes Leben, eine eigene Geschichte, eine eigene Entwicklung haben, die sich alle Gedanken um das machen, was sie gerade tun, woher sie kommen. Die haben alle eine Geschichte, eine Zukunft, eine Vergangenheit und so. Und wenn man das mit dieser Einstellung, die du gerade gesagt hast, ne, die man dann damals so hatte irgendwie, dann war es eher so, ja, das ist mein Leben und meine Mama macht das Essen nur für mich und meine Freunde, die kommen doch jetzt zu mir, weil ich cool bin und so und nicht irgendwie, naja, die haben auch eigene Wünsche, Bedürfnisse, Erfahrungen und so weiter und das fand ich cool, dass ich das irgendwie möglichst früh so für mich nicht jetzt begriffen habe, aber zumindest mal so gehört habe, dass ich jetzt diesen Satz bis heute noch so im Kopf habe, weil ich mir denke, wie wichtig es ist, andere Menschen so wichtig zu nehmen, wie sich selbst zumindest auch. Hey, komplett in jeder Lebenslage. Ja. Wie du es gesagt hast vorhin, ne? Das ist dann der Typ, der irgendwie sich um sein Kind irgendwie gekümmert hat und deswegen halt irgendwie am nächsten Tag nicht so liefern konnte wie vereinbart. Wenn du weißt, dass die Person irgendwie eigentlich ihre eigenen Wünsche, Träume, Ziele, Begehrlichkeiten haben, dann das muss dir in jeder Lebenslage bewusst sein, in der du dich befindest, weil dann kannst du viel leichter nachvollziehen, warum Menschen manchmal so sind, wie sie halt sind.
und das auch oft gar nicht böse oder mit irgendwie einer Absicht dir gegenüber Dinge tun, genau, sondern weil sie einfach mit ihrem eigenen Scheiß beschäftigt sind. Und das ist auch okay so, weil es, wie du gesagt hast, jeder von uns ist der Hauptcharakter auf diesem Planeten. Ja. Und gleichzeitig müssen wir irgendwie schauen, dass wir uns nicht zu sehr nur auf uns, weil gleichzeitig hast du die Verantwortung auch anderen gegenüber. Weil irgendwie, also ich hab mal das Bild vor Augen. Der Busfahrer von Gesern? Ja, den auch. Aber viel, viel mehr noch, wenn ich einatme, ja, dann nehme ich. Dann atme ich aus für dich. Nein, dann nehme ich irgendwie. Okay. Dann, also nur das, wenn ich jetzt irgendwie sitzen würde und atmen würde. Dann nehme ich hier irgendwas aus der Luft raus. Ein bisschen was von mir atmest du quasi. Ja, voll eklig. Ein bisschen was von mir in dir immer. Oh. Entschuldigung, Katz. Beendet. Wir haben gesagt, statt in Paragraph 3. Ja, hättest du den Liebvertrag auch mal gelesen wie Magdalena. Ja? Diese Klausel, scheiße. Oh, warte mal. Okay. So, du wolltest sagen, wenn du einatmest. Wenn ich atme, dann beeinflusse ich den Raum. Ja. Auch wenn es nur marginal ist und wahrscheinlich nichts irgendwie auswirkt. Aber egal, was ich tue, wenn ich durch die Gegend laufe, wenn ich böse gucke, das böse Gucken löst bei irgendwem anders was aus. Vielleicht ist jemand verunsichert dadurch und denkt sich, warum guckt er mich so komisch an? Ich gucke böse, weil ich gerade irgendwie einen Furzklär sitzen habe. Ja, und die andere Person denkt sich so, oh, die Person findet mich hässlich. Und also, Selbstverständlich, die kommt nach Hause, morst ihren Freund an, hat schlechte Laune, schmeißt ihren Job, Butterfly-Effekt. Ja, und deswegen, man hat immer die Verantwortung für andere gleichzeitig. Also man kann gar nicht, auch als Kind, wenn ich ein Arschlochkind bin, ich meinen Eltern auf den Sack, die streiten sich, lassen sich scheiden, am Ende ist das Kind immer verantwortlich. Mein Scherz. Alter, was ich damit sage, vergesst das. Also was ich damit sagen will, ist einfach, auf der einen Seite, ja, es ist okay, auf sich selbst zu schauen und sich selbst irgendwie in den Fokus zu nehmen. Auf der anderen Seite kann man nicht ausblenden, dass man dadurch andere beeinflusst. Voll. Deswegen finde ich diese Hauptcharakter-Sache ganz gut, weil du musst dich auch mit anderen Hauptcharakteren verstehen und du beeinflusst die auch und die beeinflussen dich. Genauso, Handy gerade abgelenkt. Genau, diese Subjektsache aus Philosophie, da meinst du nach dem Motto, ne, behandle andere immer so, als wären sie auch ein Subjekt und irgendwie nicht das Objekte hat auch Jesus und so, gesagt. Ne, hat auch Jesus gesagt. Ja. So, weil diese Objektifizierung von Menschen finde ich halt immer ein Problem. Das ist halt so dieses, wenn du wieder von deinem Arbeitskollegen, also wenn wir von diesem fiktiven Arbeitskollegen sprechen, der sich um das Kind kümmert, in der Nacht davor. Und wenn du quasi als Chef dann sagst, naja, aber der arbeitet doch für mich und seine Aufgabe besteht darin, mir diesen Job jetzt zu liefern oder irgendeine Aufgabe zu erfüllen, dann machst du ihn halt komplett zum Objekt und behandelst ihn auch so und nicht irgendwie, der hat seine eigenen Probleme, andere Sachen, wo er sich noch drum kümmern muss, sondern nein, er ist irgendwie wie so ein Inventar in der Firma, der muss funktionieren, wie der Schreibtischstuhl funktioniert oder der Tisch funktioniert. Und das ist immer ein großes Problem. Ja, vor allem wird es immer schlimmer, weil ein paar haben es begriffen, auch in der Welt, also auch in der Arbeitswelt. Ja. Und ein paar haben es überhaupt noch nicht begriffen. Und die denken, es ist immer noch wie früher in der Fabrik, in Anführungszeichen. Mhm. Da war es so, naja, du hast einfach keine Alternative. Mhm. Du hast deine Schule fertig gemacht, du hast irgendeine Ausbildung gemacht oder ein Studium gemacht und warst halt in dieser einen Fabrik in deinem Dorf und du hast gar nicht die Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Also zum Beispiel diese Freiheit, in Europa überall arbeiten zu dürfen, das gab es vor 30 Jahren einfach nicht in der Form. So. Ja. Das heißt, die Leute waren einfach gezwungen, das irgendwo zu akzeptieren. Und es war auch okay, man ist da hingegangen, hat einfach ein Schräubchen gedreht und war happy. Weil man hatte auch gar keine Möglichkeiten. Ja. Und jetzt hast du unendlich viele Möglichkeiten, jedenfalls in der Wahrnehmung, aber auch tatsächlich hast du einfach viel mehr Möglichkeiten, nach der Schule, nach dem Studium irgendwas zu machen. Und da ist natürlich auch die Erwartungshaltung, hey, wenn es so viele Möglichkeiten gibt und es ein paar Chefs gibt, die gerafft haben, hey, die Person hat gewisse Vorstellungen von Leben, hat gewisse Erwartungshaltung, ist ein Individuum, möchte auch so behandelt werden, die dir so entgegenkommen, dann hast du eine Luxussituation, dann hast du eigentlich mal genau das Gegenteil von Fabrik, sondern hey, du wirst als Individuum wahrgenommen, du kriegst individuelle, weiß ich nicht, Möglichkeiten, ja, vielleicht bist du halt, ne, alle arbeiten 40 Stunden, du arbeitest aber nur 28 und hast ja die Möglichkeit, irgendwie deine Arbeitszeiten so zu shiften, dass du mit deinen Kindern irgendwie Zeit hast. Also du kannst individuell deinen Arbeitsalltag gestalten und auch deine Karrierewege gestalten. Du kannst vielleicht mal mehr Praktika machen als alle anderen, weil du einfach noch nicht sicher bist in deiner Entscheidung. Du kannst nebenbei noch studieren, keine Ahnung, es kann dir alles ermöglicht werden. Theoretisch. Aber auch, dass die Unternehmen, die das gerafft haben, das auch akzeptieren und sagen, hey, okay, wir machen jetzt für dich speziell ein neues Praktikumsprogramm, du rennst jetzt mal 3 Wochen lang im Kreis so, und weiß danach, ob ich was du willst. Und wenn nicht, ist auch okay. Ja. Und andere, die das immer nicht begriffen haben, sagen, ja, also wenn sie bei uns anfangen, dann machen sie erst das und dann machen sie das und dann machen sie das. Das sind die Standard-Arbeitssätze, das sind die Standard-Benefits und bitteschön. So. Und du weißt quasi, wo du in 40 Jahren bist. Ja, genau. Jetzt schon. Ja, genau. Und
das Modell funktioniert einfach irgendwie nicht. Ja. Also die Welt ist einfach zu schnell in eine Richtung gelaufen, wo es einfach zu komplex wird, dass man sich auf sowas einlassen möchte. Willst du heute sagen, ja, ich, du hast das gerade... Ich wollte gerade sagen, frag ich mich das, ja. Aber das sind andere, ja. Du hast ja deine Beweggründe, warum. Ja. Ne? Aber es ist total schwierig, heute irgendwie zu sagen, ja, und dann fange ich diesen Job an und werde mit 65 in Rente gehen und weiß, dass es diesen Job überhaupt noch gibt. Mhm. Ja. Zu komplex, ja. zu dynamisch, um dann noch diese alten Muster irgendwie zu halten. Und deswegen glaube ich, dass es halt dann auch irgendwie cool ist und dass man es auch erwartet, als Mensch, auch so wahrgenommen zu werden, auch in egal welcher Lebenslage, sei es bei meiner Versicherung, wo ich hingehe und sage, hey, ich habe ein spezielles Problem, beim Arzt, sei es in der Schule, sei es auf der Arbeit, sei es im Freundeskreis, also ich glaube, dieses Verständnis für das andere Individuum, das auch so wertzuschätzen und zu behandeln, das ist, glaube ich, irgendwie, da ist die Erwartungshaltung einfach höher, als sie mal war, und deswegen musst du auch irgendwie akzeptieren, dass das damit auch umzugehen ist, weil sonst enttäuscht du Menschen ständig. Voll. Und ich finde, das passt auch in diesen Rahmen, wo du schön mit eingestiegen bist. Das war schön, dass du es gemacht hast und nicht ich, diese Emotionalität, ne? Dieses voll gut. Das auch mal. Das wundert mich, dass das nicht mehr. Dieses, was am Anfang so plakativ als das, du darfst auch mal weinen, so ist halt genau das Gleiche da ja auch. Du nimmst den anderen Menschen mit seinen Gefühlen auch wahr und du bist im Prinzip empathisch und sagst, okay, pass auf, ich sehe, dass du jetzt gerade Probleme hast, da und damit. Ich habe da Verständnis für, ich kann das sehen. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst, sag Bescheid, wir kriegen das irgendwie zusammen hin. Das ist ja komplett das Gegenteil von dieser Ebene des Rationalen, des, naja, aber sieh mal zu, dass du es trotzdem hinkriegst. Du hast los, doch vertraglich vereinbart, los. Genau. Ja. Du kriegst auch Geld dafür. Dieses typische Argument, das da auch Spanner immer so vorgeworfen wird, so, hä, der darf doch gar keine Depressionen haben, der verdient irgendwie 1 Million im Monat, warum kann der überhaupt Probleme haben? Wo ich mir denke, ey, was für Vollidioten, ja, es gibt auf dieser Welt. Ne? So, und das ist genau das. Ne? Ich nehme nicht die Gefühlsebene wahr, oder ich stehe diesem Menschen keine Gefühle zu, sondern ich stehe ihm einfach nur zu, das ist doch ein deutscher Nationalspieler, der muss doch die Nationalhymne mitsingen, warum macht er das denn nicht? Das ist doch scheiße. So, ne? Aber du siehst nicht, dass er vielleicht irgendwelche Beweggründe hat, irgendwas, und das sind alles ausgeblendet, sondern ich persönlich aus meiner Hauptrolle beurteile das jetzt. Und ja. Das ist voll, ach Gott, wirklich gut. Das, ja. Ja, aber genau so ist das. Ne? Ich glaube, immer mehr Leute nehmen das dann auch so wahr und denken sich so, was ein Idiot. Ne? Also jeder sieht es irgendwo, dass man nicht so sein sollte, aber irgendwie ist man, also ich verliere mich manchmal auch und denke mir so, warum war ich gerade so ein Idiot? Mhm. Also warum habe ich gerade nicht wahrgenommen, dass, was die andere Person, wo es eigentlich wirklich drum geht und so. Klar, man kann, es ist auch total schwierig. Ne? Auch das erfordert irgendwie Kraft und Hingabe, das überhaupt zu wollen und zu können. Und ich kann es auch nachvollziehen, dass man manchmal einfach so im Kopf abschaltet, dann auch mal so ein Spacko ist. Zu 100% ist, ne? Da sein. Das, ne? Aber so die Grundrechnung, finde ich, muss irgendwie passen. Ja. Ja. Voll. Ja. Und das ist halt wie alles mit Aufwand verbunden. Also ich glaube, es ist immer, man verfällt automatisch in diese Rolle, wenn man sich so zurücklehnt und einfach mal null Bock hat, irgendwie sich gegen irgendwas zu bewegen. Ne? Ja, einfach nur komplett mitschwimmt und einfach nur so, dann fällt man schnell in diese, alles scheiße und genau. Und das ist ja das, wie die Berichterstattung gerade auch irgendwie ist, was mich ja so abgrundtief ankotzt, was wir auch irgendwann auch mal im Podcast besprechen müssen. So dieses, keine Ahnung, alle Menschen, man hat das Gefühl, dass die Medien so diese negativen Punkte so in den Mittelpunkt stellen. Ich habe doch gestern noch im Hauptbahnhof war dann dieses Plakat von diesem Typen, der irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich habe von dem Fall nicht mitbekommen, hat nur diese plakative Sache gelesen, wenn er abgeschoben wäre, dann wäre Susanna 14 noch am Leben oder so. Ne? Wo man sich denkt, ja, stimmt, weil das wäre die einzige Konsequenz, die sinnvoll gewesen wäre. Und klar, wie kann man so eindimensional und dumm denken und das auch so plakativ dann quasi berichten? Also dann wundert halt, man sich, dass die Menschen so scheiße werden. Ja, aber die Frage ist halt, was war die Intention der Person, die das so geschrieben hat? Ja. Also, das ist die spannende Frage. Also, was ich nicht weiß, ist, hatte diese Person oder dieser, weiß ich nicht, diese Gruppe von Menschen, wollten die tatsächlich so gewisse Strömungen halt provozieren und auch in diese Richtung lenken, nach dem Motto, wenn wir das jetzt so schreiben, dann werden viele Menschen irgendeine Partei wählen, die irgendwas macht. Mhm. Ist das deren Intention gewesen? War die Intention, hey, wenn wir es so schreiben, kriegen wir viele Klicks, was auch immer. Cash. War das deren Motivation? Ist die Motivation eigentlich systematisch und nach dem Motto, wir können nur überleben, wir können unsere Jobs nur sichern, wir können unsere Familien nur ernähren? Oder wenn das... Welche Alternativen sehen die Leute für sich? Ne? Mhm. Wie oft bist du in einer Situation gefangen, wo du gar keine Alternativen hast und du denkst, oh scheiße, wenn ich diesen Job jetzt verliere, oh scheiße, dann passiert das und das und das. Also auch da wieder, ne?
die Menschen, die das geschrieben haben, die das so fett getippt haben, die hatten vielleicht irgendwie eine gute Absicht vielleicht damit, oder vielleicht auch die schlechteste Absicht, die man haben kann. Vielleicht irgendwas dazwischen, in der Mitte. Oder vielleicht waren sie auch gar nicht so sehr dem bewusst, was sie damit in gewisser Weise auslösen. Also einfach, es ist so vielschichtig, dass es mir total schwerfällt, überhaupt das zu bewerten, zu sagen, oh, das sind Idioten. Oder vielleicht sind es auch die, vielleicht war auch deren Intention, hey, wir werden bei den Leuten, so wie bei uns beiden, das gestern so Klick gemacht hat, aussehen nach dem Motto, hey, sowas sollte man nicht machen. Und vielleicht war es auch so herum, ne? Also hey, einmal hinten durchs Auge. Ja, ich glaube, da also, hast du so eine gewisse Verantwortung in diesem, ne? So nach dem Motto, das ist so wie früher in der Schule, das ist halt doof, dass es nur in die Schule geht, aber da kenne ich mir am besten aus, diese Motivations-2- und so, ne? Ich gebe dir jetzt mal keine, oder die, ne, ich gebe dir keine 1, ich gebe dir eine 2+ für Motivation. Die Idee dahinter ist vielleicht gut, aber die Ausführung ist halt super scheiße. Und ich finde, da hast du so eine Art, so eine gewisse Verantwortung, dass du so eine Schlagzeile einfach nicht bringen darfst, weil du die Möglichkeit hast, irgendeine Scheiße damit zu provozieren. Und dann sollte man lieber hingehen und sagen, okay, ich weiß ich nicht, es gibt andere Möglichkeiten, ne? Wenn du wirklich diese positiven Ziele hast, dann könntest du es ja auch so verpacken, dass du das nicht von hinten durch die Brust ins Auge machst, sondern irgendwie plakativer, weil du bist ja ein plakatives Medium, sage ich mal. Ne? Aber klar, also natürlich. Mein Bauchgefühl sagt, what the fuck, Leute, kommt mal klar auf euer Leben, ihr seid doch komplett bescheuert. Ja? Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich denke immer so, vielleicht, ne? Aber du hast schon völlig recht, irgendwie, du hast da... Weil das Problem ist, wenn du quasi auch mit einer guten Absicht oder jetzt sag ich mal, angenommen, die müssen damit ihr Geld verdienen und wenn sie das so einen Artikel nicht schreiben, werden sie gefeuert. So, gehen wir mal von dem Szenario aus. Dann bin ich dieser idealistischen, naiven Meinung, dann sollte dein Job und dein Leben dir nicht mehr wert sein, also der stimmt ja nicht, ne? Wenn er jetzt irgendwie das nicht schreibt, dann kann man sich einen anderen Job suchen und so weiter und so fort. Das ist es nicht wert, dafür, dass du irgendwie 100.000 Menschen oder keine Ahnung, wie viel erreicht so eine Bildzeitung? Viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen. Hoffentlich nicht so viele Menschen. Ja, aber sehr, sehr viele Menschen. Das ist nicht wert, diesen Menschen alle irgendeine Scheiße in den Kopf zu setzen. Genau, und wenn du das nur machst, weil du diesen Druck verspürst, ich muss das jetzt schreiben, weil ich sonst irgendwie diesen Job verliere, dann finde ich das absolut unverantwortungsvoll und unverhältnismäßig. Wenn du jetzt aber, wenn dieser Redakteur jetzt sagt, okay, da kann ich auch hinterstehen und so weiter, dann ist das anderes, dann ist es ja in Ordnung, das ist ja seine Meinung, also jetzt irgendwie seine, dann ist es ja vertretbar, so wie jeder seinen Job ausführt, ne? Da will ich ja gar nichts gegen sagen, dann halte ich es persönlich immer noch für schwierig, aber wenn er wirklich jetzt das aus dem, also wenn er sich dabei schlecht fühlt, das zu schreiben und es trotzdem tut, dann finde ich es irgendwie schwierig. So. Also wie gesagt, ich finde es total schwierig, das überhaupt irgendwie dann nochmal zu bewerten, vor allem ich habe den Artikel auch nicht gelesen, also von daher, vielleicht stand da nachher noch was Gescheites auch drin, wer weiß, ne? Aber ja. Ich denke es nur so ein bisschen generell um diese Mediensache, egal, dass halt viele Sachen immer so schnell so negativ geschrieben werden, sehr viele Menschen kriegen halt dann nicht dieses, wie bei eben bei der Begegnung auf der Straße, die kriegen halt quasi so ein richtiges unhappy face ins Gesicht, die werden unglücklich, verbreiten dieses Unglücklich in ihrer Umgebung, nicht mal, weil die jetzt irgendwie alle dann ausländerfeindlicher werden oder sonst irgendwas, sondern weil das einfach negative Nachrichten, negative News sind, sag ich mal, die versauen die den Tag, das tragen die in ihre Arbeitswelt, das tragen die in ihre Kollegen, die sagen, hey, hast du schon gehört, es gab wieder das und das und das und so weitet sich dieser Kreis der Negativität immer weiter aus und ich finde, das ist das Schlimmste, was es eigentlich geben kann, so. Das ist wie so, ja. Ja. Schrecklich. Auf der anderen Seite haben wir jetzt, also ich habe das zum Beispiel gemacht, ich habe mir so meine Happy-Filter-Bubble irgendwie gebaut. Ich ja auch, deswegen geht es mir an Twitter und Co. Ja. Wo ich jetzt einfach eigentlich durchweg nur positive, fortschrittliche Sachen sehe. So, hey cool, die haben das. Der Roboter kann Rückwärtssalto. Da wird gerade irgendwie Spinat in einem Container angebaut, was irgendwie nur 5% des normalen Wasserverbrauchs hat und sich komplett selbst irgendwie steuert. Also ich lese halt nur solche Sachen. Ich habe hier Flammenwerfer gebaut. Ja, voll geil. Also ich mal denke, ja, also das, ne, also auf der anderen Seite kannst du, wenn du das so wahrnimmst, kannst du auch als Individuum dagegen steuern und sagen, hey, ich baue mir mal halt meine Medien auf, so wie ich sie gerne hätte. Ob das jetzt gut oder schlecht, besser, wie auch immer, ist halt, kannst du auch gar nicht bewerten. Also, du müsstest vorher einen Kriterienkatalog festlegen, sagen, anhand der Kriterien bewerte ich es jetzt, aber. Ja, man könnte natürlich sagen, man verschließt die Augen vor den Sachen und so weiter und so fort, aber ne, man will sich ja eigentlich dann nur
für die Sachen interessiert, also für diese Sachen möchte man lesen, für die man sich interessiert, und man möchte sich auch abschotten von den Sachen, wo man weiß, okay, die ziehen einfach nur runter und sind jetzt nicht relevant. Also was interessiert, also das klingt so negativ, aber was interessiert mich das jetzt, ob wieder irgendein geplanter Bombenanschlag an irgendeinem Flughafen hier in Deutschland ist? Interessiert mich ein Scheiß. Also wenn das, das macht mir keine Angst, das macht mich nicht glücklich, das macht, das ist einfach nur eine Nachricht, wo ich denke, ja, beeinflusst mich 0,0. Hm. Ich werde dadurch nicht mehr Angst vorm Fliegen haben. Es ist zum Glück nichts passiert, es sind keine Menschen irgendwie umgekommen, alles ist cool. Also allen Menschen geht es eigentlich gut, aber es gab halt irgendwie so einen geplanten Anschlag. Ja, okay, diese Meldung ist einfach nichts wert, finde ich. So, und das, die kann man dann auch weglassen. Und ich glaube, dass das den Menschen wieder mehr Sicherheit geben würde und die glücklicher machen würde. Nicht, dass man jetzt irgendwie da, wie heißt das, wenn man Sachen, Nachrichten verbietet, irgendwie pressefreiheitsmäßig einschränken oder so, das meine ich ja gar nicht, ne? Dass man sagt, okay, so, darüber darf nicht mehr berichtet werden, aber es muss irgendwie, finde ich, anders angegangen werden, sonst erzeugt man irgendwie eine Gesellschaft, die von Angst und so starr irgendwie lebt, und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eben gesagt haben, ne? Man lernt, prosperisiert, nein, man kann quasi aus dem Leben schöpfen und man entwickelt sich gut weiter, wenn du eben in einer positiven Umgebung bist, wenn du positive Emotionen mit irgendwas verbindest und dabei groß wirst. Und das wird irgendwie davon, finde ich, so ein bisschen verhindert, weil das sehen die Eltern, sehen diese Nachrichten, die übertragen es für ihre Kinder und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Ich finde, da müsste man irgendwie einen Ansatz wählen, ohne dass man solche Nachrichten dann nicht mehr ausstrahlt. Weil natürlich hat jeder das Recht, darüber zu erfahren. Das möchte ich mal sagen, dass ich nicht gegen, ich habe das Wort vergessen, bin. Yes, bin. Zensur? Ja, danke. Okay, bitte. Endlich. Und letztes Mal in Tape 5 oder so war es übrigens Fanservice, was ich bei dem Star Wars Film gesucht habe, das Wort. Okay. Jeder hat sich diese Frage bis heute gestellt. Ja. Und bittere Lebensmittel gibt es übrigens auch noch. Mir fallen uns gerade keine mehr ein. ja, ganz viele. Mhm. Ja, ich wollte es ein bisschen weg von dem, von meinem Rant-Monolog gerade. Ja, ist schon gut. Ja. Die Frage ist halt, die sich dann irgendwie jeder für sich dann selbst beantworten muss, ist, wie soll die Welt für mich halt sein in den nächsten x Jahren? Also wie möchte ich, dass die Welt dann halt ist zukünftig? Und wenn du dann sagst, ja, ich finde es halt kacke, dass es irgendwie nur negativen Scheiß gibt, was nicht der Fall ist, aber es ist schon teilweise wahrnehmbar. Es wird so irgendwo, zumindest irgendwie, ja. Dann kannst du halt sagen, na gut, was kann ich eigentlich als Individuum oder mit meinen Möglichkeiten irgendwie tun, um das irgendwie, um eine Alternative anzubieten. Und da gibt es ja auch ein paar Sachen. Ne? Zum Beispiel Lehrer werden. Genau. Zum Beispiel Podcast machen. Zum Beispiel Podcast machen. Zum Beispiel bloggen. Anfangen, bei irgendeiner Zeitung zu arbeiten und dann halt ein bisschen gucken, dass man das Mindset irgendwie bei den Leuten vielleicht ändert. Spider-Man werden. Erfolgreicher sein mit positiven Sachen. Gibt auch so ein paar Blogs, die eigentlich nur positive Sachen posten. Gibt auch so Nachrichtenseiten, die jetzt extra darauf so positive Media gedünstet. Und wenn die Sachen, es ist einfach so, es ist ja irgendwo nur mal drüber nachgedacht. Eigentlich das, was wir als Wirtschaft und als Geld bla bezeichnen, ist eigentlich nur ein Mechanismus, um quasi so möglich einen Raum zu schaffen. Funktionalität herzustellen? Ja, so ein bisschen einfach einen Raum zu schaffen, damit irgendwie sich Ideen irgendwie konkurrieren können und bessere Ideen und bessere Umsetzungen. Genau. Ne? Dass es irgendwie funktioniert und dass irgendwie was. Genau, und ich meine, es ist immer sagen, einfach zu sagen, ja, ist alles scheiße und die sollen sich alle ändern. So, oder du machst ich weiß, dass die Leute eigentlich mehr Bock haben auf positive Sachen. Deswegen mach ich jetzt einfach ein besseres Medium als die Bild-Zeitung oder wer auch immer und mach die einfach platt. Ohne die kaputt zu machen, aber indem ich einfach ein viel größeres Haus aufbaue. Ich gewinne den Konkurrenzkampf einfach. Genau. Und das wäre eigentlich der Weg, wo ich sage, hey, die Regeln sind fair. Jeder hat irgendwie Zugang zu Mitteln. Wenn du weniger hast, Kapital als jemand anders zum Beispiel, guck, wie du es ohne machst. Na klar. Mach Growth-Hacking, so wie quasi auf Instagram. Ja, klick irgendwie. Ich habe übrigens schon die ersten Mails bekommen von so Klick-Anbietern, hast du die gelesen? Ja, ja. Da hat sie Motto, hey, wir mögen Ihren Podcast, wollen Sie nicht irgendwie mehr Klicks haben? Ja. Dann klicken Sie hier. Ja, und ich habe voll viel Respekt für die Leute. Das sind wahrscheinlich auch irgendwelche kleine Firmen oder so, die sagen, hey, wir müssen irgendwie, wir haben ein cooles Produkt für Leute, die Podcasts machen. Und deswegen hören wir auf Soundcloud, wir Podcasts machen, schicken den Mails. Ja. Automatisiert oder auch händisch. Je nachdem, wie sie gerade können. Mhm. Und ich denke so, ja, für uns ist es so Spam, denkst du, ja, lass uns in Ruhe. Aber für die ist es halt eine Möglichkeit, halt irgendwas aufzubauen, um die Welt hoffentlich so zu machen, wie sie es haben wollen. Und das ist vielleicht besser, schlechter. Ja, wer will das bewerten? Aber auf jeden Fall tun sie was und das finde ich cool. Ja. Wir auch. Wir müssen gleich auf jeden Fall noch Video, Dingsbums, Instagram-Post. Achso, ja, okay.
Wir haben noch eine Minute. Lied aussuchen, Instagram-Post und Metadaten und so weiter. Okay, wir haben noch eine Minute. Das heißt, Lieder auf die Playlist. Ich nehme von Joey Bargeld Cash, 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 Cash. Okay, oh, ich nehme irgendwas aus dem neuen Kanye West-Album. Okay. Das ist so. Danke, Ahmed, übrigens für den Tipp für Drake. Ich habe 3 Drake-Lieder bekommen. Die muss ich mir jetzt noch anhören. Auf jeden Fall. Ich nehme... Preacher habe ich noch im Kopf. Boah. Ich nehme das erste einfach. Das ist krass, das ist krank. Von dem FE-Album? Ja. J-Y-E-G-G. I Thought About Killing You. Oh. Das ist so krank, das Lied, aber es ist... Hast du schon gehört, das Album? Ja, ja. Ist gut, ist gut, ey. Okay. Ja, ist okay, also... Okay, muss man rein. Ja. Das ist sehr abgespaced, das ist sehr puppedi-wuppedi-bu. Ja, skippedi-wuppedi-bu. Nee, das ist weniger so, so, eher so, okay, wir wissen alle Bescheid, Kanye, du hattest deinen Selbstmordversuch, alles cool, jetzt verarbeite ich das und das ist das Album. Ah. Also wäre meine Interpretation so beim ersten Hören. Ja. Cool. Alles ja, klar. Dann war es das mit der neuesten Folge, Tape 9. Tape 9. Wir noch quatschen, neben uns selbst. Du hast die letzten Worte. Peace out. A-Town. A-Town.